viel Freiheiten hatte und viel geshoppt habe heute auf jeden Fall. Guten Morgen zusammen, ich bin wieder da. Wir haben Samstag. Wir gehen jetzt frühstücken, weil ich habe sowas von Hunger und das Frühstück im Hostel ist ziemlich scheiße. Okay, ich bin wieder da. Ich wurde unterbrochen vorhin beim Hochlauf. Auf jeden Fall sind wir jetzt beim Frühstück angekommen und ich esse ein Hummus-Sandwich und ein Croissant und wir sitzen noch ein kleines Kultur. So ein richtiger fancy place, weil ich kann ich noch ein paar Clips machen und mehr einfügen. Auf jeden Fall essen wir jetzt und danach gehen wir zur Freistadt, Christiane, oder? Ja. Christiane und danach gehen wir zur Little Mermaid und dann gehen wir wieder in die Stadt rein. Das ist ein relativ chilliger Tag, denke ich mal. Das Wetter ist zwar nicht so schön heute, weil es ein bisschen nieselt oder nicht wirklich nieselt, weil die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Aber ja, ist sehr schön hier. Okay, sie ist zurück. Wir waren jetzt gerade shoppen und ich habe ein paar Sachen gekauft. Da gibt es einen richtig coolen Sustainable Laden. Beware heißt der und da gibt es richtig coole Sachen. Sorry, by the way, weil ich immer nicht in die Kamera gucke. Weil wenn ich laufe, kann ich nicht schlecht in die Kamera gucken, vor nach vorne laufen und dabei noch gucken, dass ich nicht überfahren werde von den ganzen Fahrradfahrern, aber egal. Jedenfalls sind wir jetzt auf dem Weg zum Freistaat irgendwas. Ich kann mir schon wieder nicht den Namen merken. Ich bin einfach so ein richtiger Goldfisch. Auf jeden Fall machen wir noch ein paar Bilder oder ich versuche irgendwie was zu machen. Die Stadt hier sieht ein bisschen anders aus wie der Hauptstadt, also Downtown. Und ja, hier ist aber trotzdem richtig gut. Da gibt es viele kleine Stores, so Thrift Stores oder andere Sachen. Ich habe eine Jacke gekauft, ein Kleid und Socken, so Weihnachtssocken für mich und meine Schwester. Genau, vielleicht kann ich ja noch ein Bild zeigen von denen, wenn ich wieder zu Hause bin. Also, nachdem ich es geschnitten habe. Weil ich füge ja noch ein paar Bilder ein. Ja, dann stay tuned. Okay, wir haben es hierher geschafft. Wir sind jetzt in Freistadt Christiania. Und hier ist richtig fancy und ultra die Hippie-Szene. Ich glaube, man kann auch nicht so viel filmen, aber ich gebe mal jetzt einen Einblick für euch. Und ja, das ist der Hintergrund, richtig schön. Ja. Wir sind jetzt hier in diesem Freistaat Christiane, wie man hier sieht im Hintergrund, vielleicht so rum. Ist auf jeden Fall ziemlich abgespaced, der Ort hier, und auf jeden Fall sind hier die Leute richtig nett, alles war lieb, bisschen hippie-mäßig, auf jeden Fall ist es auch wert für jemanden, der in anderen Kulturen hippie-mäßig mal unterwegs sein will, und man kann auch Merch kaufen, so eine richtige Skaterstadt, wo sie bisschen alternativ unterwegs sind. Auf jeden Fall ist es ein Besuch wert, auch kulturell, und es hat auch was mit Kopenhagen zu tun. Ich würde aber empfehlen, tagsüber entlang zu gehen, gerade auch wenn es kinderfreundlich ist, weil abends, wie gesagt, die Menschen leben dort und abends ist da sie rauchen einfach nur. Deswegen, ich finde es ja ganz cool, sehr lehrreich und interessant. Wir haben auch Märkte, schöne Sachen, viel Essen, Angebote, und die Menschen sind einfach sehr herzlich dort und es gefällt einem, also mir gefällt es gut. Mal was anderes, viel Graffiti, so alternative Kunst, finde ich ziemlich geil. Okay, wir sind jetzt gerade in Frankie's, ein richtiger fancy Pizza Place hier. Auf jeden Fall, die Bewertungen waren sehr gut, 5 Sterne, und ich habe mir gerade hier so einen Cocktail bestellt.
irgendwas mit Lemonade oder irgendwas. Nee, doch Lemonade mit Minze. Sieht richtig fancy aus. Ich probiere es mal und dann mache ich eine Reaktion dazu. Oh mein Gott, da ist irgendwas drin, was nicht nur Zitrone und Minze ist, was richtig weihnachtlich ist. Schmeckt sehr nach Weihnachtsgebäck, so Spekulatius oder so, ist richtig geil. Okay, da ist er wieder. Okay, ein kurzes Update. Was mir bisher am besten gefallen hat, war definitiv gestern die Parade und am Montag das Hardrock-Café hier. Ich fand aber auch heute diese Stadt richtig cool. Dieses Christiane Freistadt und diese Pizzeria hier, die ist echt fancy, richtig schön hier. Was ich am besten fand am Trip ist, dass also die Unterkunft ist auch ganz gut, aber ich glaube, ich wäre lieber ins Hotel gegangen. Dann, was ich noch ganz gut fand, dass ich viel Freiheiten hatte und viel geshoppt habe heute auf jeden Fall. Und ich würde, glaube ich, bevorzugen, das nächste Mal mit wirklich einen richtigen Plan machen, was ich alles sehen will. Hey, da haben wir eine kleine Meerjungfrau, wofür Kopenhagen bekannt ist, nicht gesehen. Andererseits war es cool, dass die Queen im Haus war. Und die Parade ist, also sie gesehen hat, quasi wie in England, auch wenn die Queen House ist, ist die Parade nochmal extra anders. Und das war am besten auf jeden Fall. Was auch noch gut war, fand ich der Hafen gestern, das ist richtig schön. Ich habe richtig viele Bilder gemacht. Wenn ihr das sehen wollt, geht auf mein Insta, ich blende es hier unten ein. PixSunCitySoul, das ist meine Seite, wo ich Bilder hochlade. Und meine Blogseite, wo ich nochmal hochlade. Könnt ihr auch gerne besuchen, dann blende ich es auch nochmal hier unten ein. So, vielleicht mache ich noch ein bisschen was von der Abreise morgen, wenn es dann mal was besonders Cooles gibt. Aber ich denke eher nicht. Und vielen Dank fürs Zugucken und es tut mir so leid, dass ich nicht immer die Kamera geguckt habe, weil ich einfach ziemlich busy bin und viel zu tun habe. Aber ja, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, ihr habt es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein großes Daumen hoch und abonniert mich. Auf jeden Fall. Und vielen Dank, dass ihr mich supportet und auf dem Weg dabei seid, wie ich hier meine Community aufbaue. Und die haben ganz viel, also alles in Pink, es ist ultra fancy hier und ziemlich geil. Let's see how it looks like. Okay, wir sind endlich zurück. Nach 10 Stunden Fahrt haben wir es heimgeschafft. Ich bin jetzt am Bahnhof, ich warte auf meine Freundin. Und dann geht's nach Hause. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert mich schön. Support mich, kommentiert, liked. Ja, vielen Dank. Bis bald. Ciao.